gemessen hatten, ist Freitag um 12.05 Uhr plötzlich dieser Tunnel erschienen. Und dann hieß es, nee, das geht doch nicht, weil hier kein Autokran stehen darf. Weil Autokräne sind zu schwer und die dürfen hier im ganzen Bereich, vor allem da drüben, nicht stehen, weil das nicht geht. Sondern, obwohl es sehr kalt ist, da möchte ich Ihnen ganz herzlich bedanken. Wenn Sie noch um uns herum das Bohren hören, das hat nichts mit uns zu tun, da wird nur noch mal die Statik gemessen, weil vielleicht Sie wissen ungefähr, wo der Kran steht und unter ihm. Da läuft so ein 100 Jahre alter S-Bahn-Tunnel und knapp 100 Jahre alt. Der ist dieser Panzer hier, der kaputte russische Wandpanzer, der steht als Zeichen, als Symbol des Untergangs. Das Regime wird untergehen. Es wird in die Hölle gehen. So wie das Dritte Reich untergegangen ist. Wer solche Kriegsverbrechen begeht, wird das nicht überleben. Putin ist ein Schlechter. Er wird scheitern. Die Ukraine wird Putins Stalingrad. Er geht unter. Jeder auf seine Art, mit seinen Begabungen, mit seinen Kräften die Ukraine unterstützen kann. Ein Anliegen, das Anliegen der Ukraine ist nach meinem Dafürhalten nämlich nicht nur das der Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern auch unser Anliegen, weil in der Ukraine entscheidet sich, wie wir in Europa leben wollen, ob wir freiheitlich leben wollen oder ob wir autokratisch beherrscht leben wollen.